Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge PPP, Pete's Meet Peace Kommentare oder Pete's Meet kommentiert Kommentare mit allen aus dem Team Pete's Meet. Und es ist wieder eine Woche vergangen und zu Beginn möchte ich direkt eine kleine Information droppen. Ihr kennt PPP, ja? Wir setzen uns hier manchmal ein wenig humoristisch mit euren Kommentaren auseinander. Wenn ihr eine etwas ernsthaftere Auseinandersetzung haben wollt, empfehle ich Highlights und Feedback. Das kommt jede Woche am Samstag. Da gehen wir auch ernsthaft, auch mit kritischen Kommentaren um in der letzten Folge beispielsweise, mit der Frage, ob wir nur noch für Geld streamen und nicht mehr, weil es uns Spaß macht. Darum soll es hier aber nicht gehen. Hier geht's um Warum betonst du das erste P bei PPP eigentlich so hoch? Und dann wird das halt irgendwie immer runter. Du betonst immer das Relevante und das Relevante sind ja wohl immer wir. Außerdem ist halt ein Wort. Okay. Also. Und die Kommentare sind quasi das Irrelevantste, weil du PPP machst. Ja, genau. Okay. Dass wir kommentieren, ist noch sekundär relevant. Aber die eigentlichen Kommentare. Also es ist eigentlich ein Format von Bauer okay. Sucht Frau, ja? Ja. Bauer sucht Frau, bin ich diese Staffel komplett enttäuscht, by the way. Diese Staffel war nicht so geil. Boah, ist die komplette Staffel schon vorbei? Alter. Nee, noch nicht, aber der Bauer Reinhold oder so heißt der. Der ist cool. Der ist cool. Und dann gibt's auch noch einen, der in Namibia Bauer ist. Er war auch dabei. Der war auch noch ganz schön. Die schon nach Namibia gehen, oder was? Ja. Die müssen schon nach Namibia gehen, damit sie Special-Sachen haben. Okay, pass auf, wir wollen ja eigentlich auf eure Kommentare reagieren. Weiß ich so. Das ist die erste Aufnahme, die wir immer in der Woche haben. Jeden Montag treffen wir uns. Als allererstes machen wir PPP, um zu gucken, was so gelaufen ist. Ja, wir starten mal mit dem React, würde ich sagen. React Best of Oktober. Das geht immer klar. Guck mal, ja, wollt sich so lange suchen. Guckt den Film suchen, eigentlich, ne? Jemand? Das große Disney-Weihnachtsspektakel. Nein. Nee. Was ist das denn? Ja, das ist halt einfach ein neuer Disney-Film. Ja. Und auf jeden Fall am Anfang laufen 20 Minuten ein Kurzfilm genau von Frozen, wie man gerade sieht. Ja, du kannst auch überspringen. Ach so. Ja, ich weiß, aber ich dachte gerade, dass es Frozen 2 gibt. Nee, Coco ist einfach zu langsam, zu wenig der Film. Spektakel. Deswegen gibt's halt nochmal. Hey, warte mal, scroll mal bitte nach oben. Ja. Chris ist leider nur teilweise am Start. Ah, das ist das Beste auf Oktober. Ja, hab ich schon klargestellt. Ey, was ist da los? Ich hab meinen Namen gelesen, wieso stehe ich da? Ja, warum stehe ich in der Beschreibung ganz oben? Was soll das? Aber ich hab geschrieben, was da passiert ist. Das habe ich kommentiert. Wo ist denn das? Hast du das denn auch angepinnt? Das musst du anpinnen, weil sonst. Nee, das kann ich nicht anpinnen mit dem normalen Account. Ach so, ja. Ich war da halt nicht eingeloggt. Privat. Ich war da eingeloggt. Aber falsch, aber. In dieser Folge transparent. Ja genau, in dieser Folge habe ich mir die Pizby Transparenzoffensive überlegt. Jay ist also ganz schön transparent. Ja, hast du wieder ein grünes T-Shirt an oder was? Nein. Ey, das sieht mega, ich finde, das sieht mega cool aus. Du müsstest dich auf einen Hocker setzen. Oder ich finde, das sieht ganz cool aus. Ich finde, das sieht wirklich aus, als hättest du so einen orangenen Pulli an und den fände ich mega hässlich. Ja, aber das sieht halt cool aus, das ist halt, ich bin halt ein Chamäleon, Junge. Nee, eigentlich war dein Ziel, deine Stirn noch deutlicher rausscheinen zu lassen, weil ja alles andere von dir quasi fehlt. Jetzt ist nur noch deine Stirn. Die Farbe vom Gesicht geht auch so langsam in die Richtung. Ja, wieso ist überhaupt der Hintergrund die gleiche Farbe wie unsere Gesichter? Was ist das denn für eine Designentscheidung gewesen? Es ist nicht so hell wie die Sonne, nicht so hell wie Brams Stirn. Ja, das stimmt allerdings. Das ist komplett weiß. Ja, das kommt halt das Problem. Ich habe halt so einen Dimmer da dran. Wenn ich das zu hell einstelle, dann leuchte ich auch. Ja. Aber Moment, da gibt es eine Auflösung, was mit Chris passiert ist. Ja, Christian hat ja gesagt, ach so, dass er immer. Weil wir dann am Ende des Videos noch darüber reden. Ich fand's aber schön, dass ich überhaupt nicht gecheckt habe, dass ich das ganze Video über nicht da war. Wenigstens habe ich es noch gecheckt am Ende. Ja. Sonst wäre es nie aufgefallen. Ja, da ist mein RAM einer meiner RAM-Riegel hat halt einen absoluten Abgang gemacht. Guck mal, wie excited er ist. Maximum Reacting auf Reacting, Junge. Ist es das erste Mal, dass wir auf etwas reacten, worauf wir schon reacted haben? Ich weiß es nicht, aber wenn ihr jetzt ein Thumbnail von dem nimmt, was wir jetzt aufnehmen beim Reacten, auf dem React von React-Rate. Oh mein Gott! Oh Gott, ey. Das ist doppelte Verwurstung von Wurstigkeit. Das ist cool. Oh Mann. Oh kommt Gott. Eine KK. Ach du Scheiße. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich habe mich ja dem verwehrt, tatsächlich. Was ist das? Oh Gott.
Kaka, so. das ist eine YouTuberin, die vor kurzem einen Song rausgebracht hat am Freitag. Wenn wir coole YouTuber sind, müssten wir eigentlich dazu reacten. Also wenn wir die dazu reacten. Ungefähr alle das gemacht haben. Deren Management ist vorher an YouTuber herangetreten und hat die gefragt, ob du nicht Reacts dazu machen wollen. So, deswegen haben die Videos vorher bekommen, damit die schon mal darauf reacten können. Lol. Und das Ganze pushen können. Boah, wie klug. Ja? Alles Teil der Maschinerie, clever. Mein Freund. Ja, das Krasse ist. Clever. Und dann, obwohl das irgendwie mehr Dislikes hat als Likes, ist dir das wahrscheinlich scheißegal. Ja, sind die auch zu uns gekommen? Nein. Im Moment ist natürlich immer so die Sache, wie viele Views hat denn der Quatsch? Weiß ich nicht. So, ein oder anderen. Den einen oder anderen. Das mögen halt, das ist halt genau wieder dieses Prinzip, weißt du, keiner mag das, weißt du, aber alle irgendwie reacten drauf oder so. Und dann, nur mitzureden. Dann hast du trotzdem wieder 20 Millionen. 4,4 Millionen. Boah. Oh, das ist nicht so schlecht tatsächlich. Ja, siehst du, hätte das ich auch gesagt, lass uns doch mal einen Song machen. Und ich bin keiner davon. Warum wir hätten unseren Friendly Fire Trailer auch vorher verteilen sollen an andere YouTuber, damit die da drauf reacten können, damit das so eine Reichweite kriegt, ne? Aber so ein Scheiß, ich pumps dich von hinten, das kriegt 4 Millionen auf. Ha, die ist nie der Hidden, ey. Ja, genau so. Deswegen, der Friendly Fire Trailer. Ich sehe aber hier so die Kommentare, die ich während ihr redet. Das ist voll schade. Endlich mal mit perfekter Lautstärke. Jawohl, wir haben eine perfekte Lautstärke. Alter, like das. So ein Mist! Ich bin nicht angemeldet. Okay. So, ihr seid ja gar nicht, ihr guckt ja gerade bei mir zu. Nee. Ja, es gab viele Leute, die sagten, das Best-of wäre nicht so cool, aber wir hatten eigentlich relativ viel Spaß bei dem Best-of. Oder ja, was jetzt viele Leute, es gibt passiert. Ein paar, die es gesagt haben. Alle. Ja, zumindest viele Daumen hoch. Nicht Jonathan, der alte Zocker. warte, wir malen was. Was? Mal ein Penis. Jawohl, sehr gut gemacht. Okay, ich dachte, es wird ein Herz, naja. Oh, Formel 1 könnte interessant werden. Alter Peter, ja? Wie hast du das eigentlich gemacht, mit 200 Sachen gegen die Wand zu brettern, aber zu überleben? Ja, genau, das war die große Frage des großen Preises von Monaco. Ist das Folge 1 oder Folge 2? Ja, wo du gegengefahren bist, 1. Eins war, wo du gegengefahren bist, glaube ich. Okay, wo sind eins hier? Ja. Dann machen wir erst eins. Oh, Monaco. Ja, Monaco war. Jetzt müssen wir wieder Werbung gucken, Mensch. Das war halt voll krass. Das ist doch gut, Junge! Ich dachte, ja, das ist immer nur einmal ausgerollt. Werbung. Manchmal klappt das. Ist ja nicht so, dass wir so finanziert werden. Ja, aber manchmal klappt das, dass wenn du das erste Video geguckt hast, nicht richtig lang geguckt hast, dann kriegst du beim zweiten nicht direkt wieder die neue Werbung. Weißt du? Genau, erstmal, das heißt, du musst aber nur lange die Videos gucken. Was ist da los gewesen? Ja, ist den Zuschauern eigentlich aufgefallen, dass du wieder mit Traktionskontrolle fährst und du es nicht mal merkst? Möglicherweise. Ich wusste ja nicht, wie es im Regen sich anfühlt, wenn man mit Traktionskontrolle fährt. Deswegen wusste ich das halt nicht. Logischerweise. Und da ich halt immer schon mit dem Regen ganz gut klargekommen bin. Was hast du denn da gemacht? Ja, das habe ich ja sogar noch gemerkt, aber es hat einfach Revival. Verschnallt. Hab's einfach mega verschnallt. Weil ich glaube, ich rübergegangen bin. Ich bin, glaube ich, sogar noch in der Folge, dass ich halt einen rübergegangen bin auf Regen und dann irgendwie gedacht habe, ja, da sind dann halt die Regen, weil das die letzten in der Reihe sind. Das würde zumindest Sinn machen. Ich habe gar nicht auf die Buchstaben so geachtet. Ja, wenn die Regen, aber die hat auf jeden Reihe Fall sind, super dann geklappt. Stimmt ja trotzdem nicht. Nee, warte mal. Nein, ich wollte doch Regen. Der ist zu gut, ich finde, er sollte ohne Gaspedale fahren, damit es fair ist. Das ist geil, ja. Mittlerweile machen sich über unsere Zuschauer lustig, weil alle nur am Flame sind. Hier ist wieder ein Flame, so nach 3 Runden kann man nicht raffen und wir penetrieren und triggern mit unserem Halbwissen. Und dann, ich werde wunderbar unterhalten, lese in die Kommentare und lese 90% Schaff. Aber wie kommen die denn auf 3 Runden? Was haben wir denn mit 3 Runden gesagt? Ja, nein, innerhalb von 3 Runden. Danach fängt es an, direkt Schwachsinn. Nach der Anmod quasi fängt der Bullshit schon an. Hier, guck mal, neue Reifen. Alle Reifen, das habe ich schon angeguckt. Ja, ohne Scheiß, das ist das Beste, ey. Hypersoft kommt, Junge. Wir haben uns doch, haben wir uns da nicht irgendwann drüber lustig gemacht? Ja, ich glaube so wohl. Ohne Scheiß, und danach wird das angekündigt. Pirelli hat quasi unser Video vorher gesehen, dachte sich, Alter, Hypersoft-Reifen, jetzt haben wir endlich den Namen. Dankeschön, Pietsmeet. Peter, der Panzerfahrer. Ach, direkt am Anfang, okay. Das war voll krass. Ja, da kann ich euch erklären, warum da nichts passiert ist. Ich war fucking unsichtbar, bevor ich dagegen gefahren bin. Nee, da aber noch nicht. Unsichtbar? Da noch nicht. Warte.
Was rutscht denn du so? Alter, ist halt am Ruckeln. Pumps. Da, unsichtbar war ich. Alter, nicht mal der Frontflügel hab. Nix kaputt. Ja, weil ich unsichtbar war. Ja, hast du mal eben schnell die Taste für unsichtbar gedrückt oder was? Ja, natürlich. Doch, genau in der Sekunde, wo ich aufschlag, bin ich unsichtbar geworden. Ja, Peter, so ein Cheater. Die Taste für unsichtbar gedrückt, ja. Warum wird man eigentlich unsichtbar in dem Spiel? Und ich rutsche so, Jay, weil ich die fucking Tonsionskontrolle nicht habe. Jetzt stell dir mal vor, Bram, du, Peter wäre nicht unsichtbar geworden und ein anderer wäre halt hinten reingefahren, wäre halt scheiße. Ja, aber das, so und funktioniert du kannst, Formel 1, und, oder? Ja, aber das ist aber ein das kann ja auch ein Trollschutz sein für den Multiplayer. Ja, das ist auch notwendig, glaube ich. Also, okay. Stell dir mal vor, du spielst ja wirklich den Multiplayer und dann hast du dann so einen Bongo, der sich halt einfach wirklich querstellt. Dann sagst du, ja, das ist ja in der Formel 1 so. Nee, so aber ich meine, in der Situation, also, aber in der Situation wäre es ja kein Troll gewesen, sondern... Ja gut, okay, in der Situation ja, nicht, aber man macht es ja als Trollschutz. Jedes Mal, wenn einer rausfällt und dann wieder auf die Strecke fährt, also bei uns guckt da zumindest niemand nach, ob da ein Auto kommt. Und wenn er nicht unsichtbar ist, dann hast du 40 niemals. Autos, die nicht rein. Ja. Guck mal hier, Jay, der Pausenmacher. Wie nett er ist. Jay wird mal gelobt. Sollte, Jay, Alter, da hat jemand Civ kurz vorher gespielt. Kann ich hier mal, da kann ich klicken, oder? Wieso denn Civ vorher gespielt? Wegen Denunzieren. Ach so. und ist ein Wrestling-Fan, finde ich auch geil. Guck mal, wie nett die alle zu dir Pausen sind. Pausen machen. Ja. Alle, die das Spiel genießen wollen, einfach nicht die Kommentare. Aber das war ja in der letzten Folge ja quasi auch schon so. Also ich glaube, teilweise ist es bei Formel 1 in der Saison langsam so, dass man die Kommentare schwieriger lesen kann. Nee, ich glaube ganz einfach, dass ganz viele Leute kommentieren, während die das Video gucken. Und wo Jay dann die ganze Zeit dran ist, keine Ahnung, ob die an oder aus sind, dann schreiben die alle, ja, Jay, du bist irgendwie, keine Ahnung. Ich hab tatsächlich Jay hat gecheatet. Anstatt das Video zum Ende zu gucken, du hast ein neues Format. Ja, also echt jetzt, ihr solltet zusammen euch die letzte Folge Formel 1 angucken im Livestream und dann mit den Leuten darüber reden, was passiert ist. Boah. Ich glaub, das ist eine interessante Idee. Ich werde darüber nachdenken. Ich komme auf dich zurück. Dann nicht. Ich glaube, den Zuschauern wird das gefallen. Peter, das war sehr nee, aber viel interessanter wäre, wenn du dir den im Livestream angucken würdest und dann darauf reactest, was da passiert und versuchst, die Zuschauer zu erklären. Die Halbzeitanalyse. Ja, genau. Ich meine, die Halbzeitanalyse. Also, ja, ich glaube, das wäre lustiger. Teilen uns das. Ich mache immer den ersten Teil der Folge und ihr macht Teil 2. Dann rotieren wir immer so. Bram, so, hier, Watts, da möchte ich sehen, Spiel. Wie die Leute auf unser neues Format reagiert haben. So, jetzt es ist ein USK. Format, es ist ein Format, Peter hat das Wort Format einfach, gesagt. Ich nenn's jetzt einfach. Wait, Blizzard. So wie Google. Ja, oder wir können jetzt nicht 4,5 Minuten Werbung gucken, Alter. Doch, das war das WoW-Intro. Wir googeln uns selbst. Das WoW-Intro ist aber geil. Format. Das können wir uns ohne Probleme geben. Wie kann man bei Salmonellen... Ja, stimmt, nur mal kurz zur Info. Also das ist ein sehr empfehlenswertes Video, glaube ich, weil das hat sehr viel Spaß zum Aufnehmen gemacht zumindest. Ja. Und wir versuchen zu erraten, was die Google-Vervollständigung sagt. Und wir haben sogar geprüft. Salmonellen. Das ist sogar echt. Und was schlägt Google dann als nächsten Suchbegriff so vor? Also wenn du das eintippst bei Google, dann kommt ja immer so eine Vorgabe. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum die nicht Vergiftung bei Salmonellen gesagt haben. Weiß ich auch nicht. Was erklärt hab ich gesagt? Bei 2 Minuten 4? Das sagt der richtige Sepp. Wow, Bram, ey, fühl dich doch nicht immer angegriffen, hast du gesagt. Ja, das war der Richtige. Das ja, kann, genau, glaube ich, jeder nur, bei uns fast sagen. Du hast nur 3 Versuche, ey, und du kannst das nicht umstellen, deswegen musste einer mit dem Moderator raus machen. Die ist widerlich, denn. Ich glaube, das steht mittlerweile unter jedem Video. Warum kommt das, Video das jetzt nicht unter vor? Das steht unter jedem scheiß Video mittlerweile. Ja, echt, ey. Wo kommt das denn her? Hart hochgevotet von früher. Weil ihr so Anzi gespielt habt. Ja, nee, das ist mir schon. Ja, weil wir Anzi. Echt, das ist von Anzi, ja, noch. Ja, das ist von Anzi und unter Anzi stand das da drunter, weil Hardy sich früher aber beschwert hat, dass er nie da hinten sein durfte. Ich weiß. Anzi war der wieder nicht der hinten, ja. Oh nein. Scheiße. Und seitdem steht es unter jedem Video und das ist immer lustig. Erstmal auf Lieferanten Elefant bestellen. Elefant essen Stück bei Stück war eine der Vorgaben, glaube ich. Ja, war. Das war so bescheuert. Hier, hier, Bram, wichtige Info für dich. Geil, ich weiß, ich weiß nicht, worauf welches Begriff es geht. Ich auch nicht. Ich wahrscheinlich um Schema. Wahrscheinlich das Strafgesetzbuch, ey, Alter, finde. Ja, wenn man Google hat, dann geht das schnell. Hey, Peter, mach doch mal den Punktestand auf. Ja, ich habe mich, glaube ich, um 10 Punkte verrechnet einmal. Ja, war, wahrscheinlich hätte ich Peter in Wirklichkeit gewonnen. Nee, Bram hatte nur 200 statt 210 Punkte wohl.
Aber wow, Jay, Bram, da bist bescheißen. Du mit deinen 70 Punkten dann doch noch ein Stückchen weiter. Du wolltest echt gewesen. Bram bescheißen? Immerhin habe ich 70 Punkte mehr als du. Ich wollte Bram Lappen. Bescheißen, ich habe ihm zu viel gegeben. Du hast ihm zu viel. Ach so, ich dachte, er hätte nur 200 Punkte. Scheiße! Ich dachte, er hätte. Wer ist jetzt hier der Mathe-Genie, Junge? 200 Punkte. Ich weiß ja nicht, wie viele Punkte die da bekommen haben. Mein Gott, ey. Ich dachte, du hast ihm 10 Punkte unterschlagen, obwohl er ihn wirklich nicht gesehen geil. Hätte. Das war saugeil. Das K2R Fleckenspray, Alter. Das war so nice. Wie Google auf diesen Scheißbegriff. Ich weiß nicht mehr, was war, aber irgendwie das. Boah. Das guck mal, hier wird es auch schon Format genannt. Da, Format. Ja. Das ist das neue böse Wort. Ja, aber das finde ich cool. Das können wir gerne noch ein, zwei Mal machen. Ja, ja, definitiv. Das können wir noch gerne häufiger machen, solange es die Leute sehen wollen. Das war echt super. Boah, wir könnten, ey, Bram, du könntest ja, dazu reacten, lustig. Was die Zuschauer in mega Wirklichkeit lustig. Dazu sagen würden, wenn wir Watts spielen. Und das in einem Livestream. Das stimmt. Während ich wär das? Wär das ist doch voll die geile Formel 1 nee. Gucke. Formel 1 guckst. Mega ja. Nice. Auch für die Feier 3 Fotoshooting. Achso, ja, aber überspringst du jetzt echt hier der beste Nazi? Die kann ich gleich auch noch machen. Das ist nur gerade in haben wir das Auge nicht umbenannt? Gesprungen. Wir haben alles dabei, Alkohol, Milch. Ja, Gronkh war geil. Erik war geil mit Milch. Der war die ganze Zeit auf Milch. Ja, Alkohol gibt es ja nicht. Damit ballert er sich halt immer weg. Das stimmt. Der Kommentar 2 von Lukas W., der stimmt wirklich. Ganz viele Leute, die sich dieses Video angeguckt haben, oh. haben anschließend den Pietz mit Abi-Film 08 zu sehen bekommen als eine der Autoplay-nächsten Videos. Der wird mir auch aktuell sehr... Hier, da ist er schon wieder als der vor. Ja, ja. Ja, ja. Der wird aktuell so krass vorgeschlagen. Einfach haben wir den nur. Monetarisiert wenigstens? Ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz. Der geht der schnappt in unsere Realschule. Jawohl, Junge! Jawohl! Ja, dann könnt ihr ruhig auch weiter anklicken. Da gibt's noch Weihnachtsgeld aus dem Abi-Film von 2008. Ey, Jay, kennst du eigentlich diesen einen Screenshot von dem Abi-Film, wo du... Ja. Wo ich winke. Ja, genau. Ey, ich winke. Ja. Auf die reichsdeutsche Art wird da gewunken. Wo wir winken. Nein, ich winke. Bram sieht eigentlich aus wie immer. Was? Fett. Achso, weil er so fettig aussieht. Ach ja. Weil er so fettig aussieht, ja. Ja, ist einfach. Ja, genau. Das ist einfach drauf. Das ist der Grund. Oh, jetzt haben wir schon 2 Lego-Figuren. Peter mit seiner Lego-Frisur. Ja, ja. Schön. Jetzt mal hier nicht persönlich werden. Ja, guck mal, das ist doch ein schöner Kommentar. Ihr seid meine Lieblingsgrenzbehinderten auf dieser Welt. Also das Thumbnail war gut bei dem Payday-Video. Der Titel war so halb gut. Da fehlte nämlich der Spieletitel leider. Ich glaube, das fanden die Leute nicht so gut. Das ist doch der Top-Comment wahrscheinlich. Oder war es zumindest. Da steht doch World War... das ist so wie Warhammer, ey. Wait, World War II. Es wurde dann im Nachhinein eingefügt, nachdem genau, es am Anfang nicht und Peter da stand. Im Deutschen Reich hieß es vorher auch nicht. Ja, stimmt, das sind die deutschen Nazis, hieß es vorher. Das hätte man ja wohl lassen können. Ah. Ich glaube, Nazis wurde gestreckt. Ja. Das steht, seit wann hat Pizza nötig, reißerische Titel zu benutzen? Schon immer. Und seit wann schreiben sie nicht mehr den Spielenamen in den Titel? Das machen wir doch auch schon voll lange nicht mehr, oder? Also hin und wieder. Yeah. Hin und wieder. Wir schreiben nur. Eigentlich fast immer den Spielenamen irgendwo im Titel. Also selbst wenn wir quasi nicht diese typische Titel-Controller-Spieletitel, haben wir aber trotzdem irgendwo immer noch den Spieletitel in der Regel noch im Titel versteckt. Aber reißerische Titel, kann ich hier jetzt sagen, haben wir immer nötig. Immer. Ah. Und wenn es halt nicht auf das klickt ja keiner auf unsere Videos. Dann ist das ja. Was ist los, Bram? Rechts ist jetzt, wo ist Hardy? Selbst die YouTube-Empfehlungen gehen dann mittlerweile. Ja, das ist ja auch ein neuer Quickie. Das ist ein ganz neuer Quickie, Bram, ne? Also da. LOL, wir haben ein neues Quickie! Leck mich aber an! Ah, die hat neu gemacht! Ey, das gibt doch schon, das ist doch schon. Oh. So. Das ist doch schon neu, es gab doch schon mal ein Quickie. Andi wieder. Hat mal wieder die Resterampe aufgemacht. Alter, das ist seit 17 Stunden ist er erst da, ja? Leck mich am Arsch, Alter, Jay verarbeitet sich selbst, gibt's auch als Quickie? Was ist da passiert? Was ist denn mit dir? Haben wir da letztens drüber geredet, dass Andi gleich mit machen wieder Quickies aktuell, Leute. Also ja. Besuch bei Best of Pizza Me lohnt sich. Dann hab ich halt nicht mitbekommen. Den geil. Kommentar von Elvin verstehe ich nicht, muss ich sagen.
Aber ja. Sepp sagt wahrscheinlich, die Nazis wurden ausgerottet. Das ist zumindest mal so mein Tipp. Würde ich jetzt auch tippen. Dafür kommt der Elvin-Kommentar. Ja, der Elvin meint, der sind doch alle da. Ja, die sitzen doch im Bundestag. Die wurden auf jeden Fall nicht ausgerottet. Kann doch gar nicht. Also, ja, richtig. Überleg dir mal, wie du über die FDP redest, ja. Meloneneis hat natürlich recht. Hannes Güttling ist geil. Was? Ich habe dieses Video gedisliked, weil ich zeigen will, dass ich Clickbait bei Pete's Meat nicht sehen möchte. Ich habe das Video auch nicht länger als 10 Sekunden gesehen, weil ich danach wusste, dass es mir nicht gefällt. Oh, das ja, also ich meine, den ersten Satz, den verstehe ich ja noch so. Dachte, ja, ich will keinen Clickbait unterstützen. Okay, ja. Wobei ich trotzdem nicht fand, dass es Clickbait war, weil die dümmsten Nazis, es geht um dumme Nazis, ja. Kann man sich jetzt von mir aus ein bisschen drüber streiten, aber ich habe das Video nicht länger als 10 Sekunden gesehen, und weil ich wusste, dass es mir nicht gefällt. Nach 10 Sekunden konntest du das doch gar nicht wissen. Ja, guck mal, was sind denn die ersten 10 Sekunden? Ich hört keinen Ton. Erstmal das Intro, erstmal das Intro. Erstmal das Intro in 4 Sekunden. Dein Intro geht 6 Sekunden oder so. 10 Sekunden geht kein das Intro. Ihr seid offenbar verblödet. Was habt ihr da überhaupt gespielt? Achso. Ja, Raid, was ist das denn? 3,5 Sekunden geht das Intro. Und dann hat er Peter gesehen und dann wusste er, dass ihn das Video nicht interessiert. Ja, kann ich auch verstehen. Ja, okay, man sieht, dass er ein Ego-Shooter ist. Und sonst meine Aufnahme, ich glaube, meine Aufnahme ist gar nicht da drin, weil ich das, anstatt das in Dropbox zu kopieren, aus speichertechnischen Gründen auf den Desktop gezogen habe. Und dann habe ich das auf dem Desktop vergessen. Ja, schön, ey. Ja, okay, haben wir auf jeden Fall verstanden mit dem, dass ihr erkennen sollt, welches Spiel es ist. Nein, wir machen weiter mehr Clickbait, Peter. Jay Unleashed ist halt auch geil. Er kann gar nicht verstehen, warum alle sagen, das ist Clickbait. Das ist der unterste Kommentar gerade, weil es steht auch im Titel, dass es so ist wie Payday und das WW2-Setting hat. Ja, also ich weiß auch nicht, was die alle haben. Keine Ahnung. Regt da stand nur was anderes. Minecraft Battle Season. Oh, Minecraft Battle Season natürlich auch noch. Da, da. Boah, oh, ich kann dir mal an der Stelle ganz kurz sagen, ja, dass der Map-Besteller Tim, der hat sich unfassbar geschämt. Ja, und den ziehe ich damit mittlerweile die ganze Zeit. Zu Recht. Ja, ja. Zu Recht. Ich habe das aber im Feedback- und Highlights-Video auch schon mit rein. Ich hab zweimal besiegt und bin gestorben. Das war voll traurig. Ja, aber du hast auch Schärfe 5. Ja, und? Bram versucht sich nur reinzuziehen. Nee, das heißt, deine Items waren auch nicht gerade kacke. Ja, ja, aber das ist korrekt, aber die sind Bram. Zumindest habe ich mir aber schon zwei Orte auch erkämpft, ja. Ich habe zwei Orte gelootet und du hast nur einen Ort gelootet und warst stärker. Das stimmt gar nicht, ich habe super viele Orte gelootet. Moment, der Stock war doch nur in einem Ort. Ja, natürlich war der Stock nur in einem Ort, aber ja. Ich war trotzdem an vielen Orten, wo dann halt keine geilen Sachen waren. Macht es das? Okay, ich war halt an zwei Orten, mindestens. Das geht nicht, dann haben wir keine Map. Genau, das war so ein bisschen der Hintergedanke. Wir können, wenn wir es so machen wie bei TTT, können wir gar keine Nachbearbeitung mehr machen. Also weder Intro noch Einblendung, noch Map, noch sonst irgendwas. Weil sonst sehen wir ja die Map und dann wäre das irgendwie alles Quatsch. Ja. Genau, und vor allen Dingen müssten wir dann zwischen den 20 Minuten immer eine längere Pause machen, um den Stream zu beenden und alles. Das ist leider noch nicht so ausgereift, die ganze Technologie dahinter, dass wir das machen können. Schreib doch mal eine E-Mail an den YouTube-Support vielleicht, dass das Feature mal ausgebaut werden soll. Das wäre cool. Ich dachte, die Abo-Box funktioniert eh nicht. Wir können auch froh sein, wenn überhaupt ein Battle-Video gezeigt wurde. In der Abo-Box. Ja, weiß ich nicht. Ist die immer noch so kaputt? Keine Ahnung. Da regt sich doch jeder YouTuber drüber auf. Ab und zu. Über die böse Abo-Box. Letztens war die aber wirklich scheiße. Ja. Also da kam wirklich von uns gar kein Video. Das hast du instant gemerkt, wenn an einem ganzen Tag auf einmal alle Videos schlechter laufen. Ja. Aber was ich am Anfang der Staffel von der Battle Season ganz interessant war, war ein Kommentar, der vorgeschlagen hat, dass wir die ersten 30 Minuten, also die Map halt darauf speziell gebaut wird, die ersten 30 Minuten nicht Angriffspakt quasi haben und dann geht es los. Fände ich auch mal ganz spannend. Ist halt, die Frage, was man will. Also dann nimmt man natürlich den Leuten den Vorteil, die halt schnell gerne battlen wollen. Ja, stimmt, Christian, hast das schon gemacht, das ist richtig. Vor allen Dingen habe ich nicht gemerkt, dass Leute gestorben sind. Das war noch viel geiler. Müssen halt einfach Hardcore Battle Season ist halt extrem hart und würde halt unendlich lange gehen. Wenn es nur darum geht, quasi als längster zu überleben, das ist halt auch nicht so spannend. Ja, keiner wird halt einen Kampf mit einem anderen ziehen. Ich meine, warum? Es ist viel zu große Gefahr, dass man sterben würde. Deswegen, also ich kann verstehen, wo du herkommst, aber ich glaube, das wäre nicht so wirklich besser. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht ASAP nochmal eine neue Battle Map bekommen mit nicht ganz so krass OP-Gegenständen. Als Entschuldigung.
Und ja, dann machen wir nochmal eine. Das wäre echt schön. Also, wenn du mich gerade fragst, was ich hier wieder mache, ich arbeite an neuen Zaubertricks. Wie sah eigentlich dein... Ach, das ist deine Kürbissicht. Oh ja, die ist natürlich nervig. Ach du Scheiße. Ja, weil du die halt nicht wegmachen konntest. Du konntest den Helm nicht mehr abnehmen. Das sieht doch voll geil aus, als wenn du einen Helm auf hast. Ja, okay, aber schalt mal ein bisschen durch. Es wird noch Nacht. Vor allen Dingen sieht man halt echt nicht so viel. Jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, also komm, Alter. Ja, ja, ist schon. Dafür ist ja so. Vor allem, guck dir mal die Herzleiste an. Hättest du ja von daher locker runterspringen können, hättest du gedacht, so, ja, komm. Das war halt dieser Stock, der da nicht hätte da sein sollen. Du musst halt einfach nächstes Mal die Truhen, entweder in jeder Truhe dann so einen Stock reinmachen oder halt einfach in jeder Truhe nur ein Eisenschwert oder sowas. Du musst es halt balancen. Ja. Und du kannst es halt nicht balancen, indem du halt den Stock reinpackst und halt eine Schärfe 2 Helm und Schärfe 3 Schwert oder sowas. Das ist halt einfach immer noch nicht gebalanced, obwohl halt auch mein Schärfeschwert halt stark war, klar. Aber, ja, wie gesagt. Ja, die, generell sollten wahrscheinlich diese OP-Items raus. Ja. Ja, finde ich auch. Ja, ist halt. Also, sonst hätten wir auch Mods benutzen können, also wenn wir solche Sachen wollten. Halt, ja. Also ich finde schon, dass man Leute belohnen sollte, die halt erkunden oder sowas, aber dann halt mit deutlich kleineren Sachen. Ja, es wird ja schon komplett reichen, wenn dann zum Beispiel eine Dia-Rüstung drin wäre. Also du kannst ja relativ schnell eine Eisenrüstung. Oder ein Scheiß, sehr OP. Ja, aber dann ist halt nichts Besseres nach einer Eisenrüstung. Weißt du, Eisen kannst du dir relativ schnell erfarmen. So, der Vorteil ist, dass du rennst, ist in einer Dia-Rüstung, in der Kiste ist dann halt ein Dia-Teil drin. Genau, eins reicht ja. Oder vielleicht zwei Diamantenösen oder sowas. Ja. Oder so. Die letzte PPP-Folge, das ist natürlich noch ganz wichtig. Das ist immer wichtig. Ja, das ist schon. Gib mir Kommentare. Wo ich gerade Vodafone sehe, die Weihnachtsmucke von Verizon momentan, die halt vor allen US-Sportdingern läuft, die ist voll geil. Dankeschön. Wie soll ich schreiben, dass sie im Video sind? Und er ist nochmal im Video diesmal. Guck mal hier, Bram, hast du wieder was gelernt? Ja, aber hab ich ja gesagt, dass ich mich da vertan habe. Ah, okay. Erdbeeren. In der PPP-Folge habe ich gesagt, ich war dumm und habe gedacht, um 12 Uhr steht die Sonne immer am Äquator. Ja, das hat natürlich direkt wieder 12 Antworten, Junge. Da wird dann erst mal darüber diskutieren. Hier, Erdbeeren sind Nüsse. 21 Antworten, Junge. Bam, Alter. So true einfach nur. Ja, das habe ich auch gesagt. Sind zum Teil. Das haben doch gesagt, genau. Habe ich doch gesagt. Weil und Nüsse meinte, sind Eier, Junge. Nein, das ist keine Eier. Doch, klar, Alter. die Erdnuss ist kein Obst. Nee, leider. Oh Gott. Oh Gott. Das ist alles bescheuert. Ja. Alter, alles. Hey, scroll mal hoch. Nüsse. Moment. Und scroll mal hoch. Da war was Relevantes. Was denn? Würde Jay davon wissen? Oh Gott, ich hab gestern Sparrow-Fotos. Ich hab gestern Sparrow-Fotos Alter, die sahen gepostet. So geil aus. Ja, die waren auch extrem geil, aber kam direkt davon, kannst du davon 100 schaffen? Kannst du davon 50 schaffen? Ja, du hast dich selber in diese Ecke jetzt gedrängt. Ja, ist geil. Oh. Jays Witze sind so ausgefallen wie seine Arme. Der war gut. Der von Nico. Alter. Warum sagt ihr nie, wer bei euren Gewinnspielen gewonnen hat? Na, tun wir doch. Also die Gewinnspiele werden über Pizza mit dir ausgelost und auch da werden die Gewinner vermittelt, ja? Also wir sagen es halt nicht in einem Video, das stimmt. Das soll man jedes Mal ein Video machen, wenn du. Ja, aber die werden alle. Dafür kommen dann keine Battles oder TTT oder so. Ich habe jetzt am Samstag oder so, habe ich die Gewinner bekommen für den Pizza mit PC und die Grafikkarte. Also ich hoffe, dass das da auch irgendwo steht. Das wäre ganz gut, irgendwie im Uploadplan oder so, wenn es dann ausgelost wird oder halt ein Artikel so von wegen kurz, das sind die Gewinner, vielen Dank fürs Teilnehmen und so. Ja. Einfach damit. Guck mal doch mal nach, halt ob es schon gibt. Ja, das wäre halt ganz gut. Also wenn es das schon gibt, dann muss man halt auf Pizmeet.de mal schauen. Aber so an sich wäre es als Info guck wirklich mal ganz gar kurz, nicht so schlecht. Wir haben noch hier, Swexer, ich weiß, dass ich die Kerbal Space Program Challenge nicht geschafft habe. Ich dachte, ich hätte sie geschafft, aber ich wusste nicht, was das bedeutet, was ihr von mir wolltet. Was war denn die Challenge für dich? Ich musste irgendwie... Ich habe mich wieder vergessen, ehrlich gesagt. 200 Meter fliegen oder sowas? Du musstest 70 Kilometer irgendwie da in der Umlaufbahn. Nee, ja, aber das war fliegen. Falsch. Du hast gedacht, das wäre einfach nur hochfliegen. Aber ich glaube, die meinten, du musst da wirklich irgendwie rumfliegen und wieder dann irgendwie sowas. Aber du bist zumindest so hoch gekommen. Ja, steht drunter, die Gewinner wurden benachrichtigt. Bei dem alten Artikel. Ja gut, das reicht ja auch.
Wenn man dann da guckt halt, wenn das bei den Gewinnspielen dann immer so gemacht wird, einfach bei den alten Gewinnspielen dann gucken und runter schauen. Ich hau von dem PC und der Grafikkarte hau ich gleich dann nochmal was raus. Aber das, vielleicht sollten wir das wirklich sagen, damit die Leute dann noch Bescheid wissen und nicht mehr hoffen müssen. Ja, gerade bei so großen, geilen Sachen. Ne? Ja, ohne Witz, das wäre, glaube ich, viele ja auch mitgemacht haben. Ja, die meisten Leute, die da immer, die Leute, die da immer alle hoffen, das sind genau die gleichen, die ich dann schreibe. Ich hätte eh nicht gedacht, dass ich was gewinne, da kann ich leider nicht. Ja, aber dann wissen sie wenigstens Bescheid. Ja. Ja, das stimmt. Was soll das? Investigativer Journalismus. What the fuck? Ja, das musst du erstmal herausfinden. Okay, liebe Leute, das war immer wieder die vergangene Woche. Wir sind auf eure Kommentare eingegangen, ne, und haben natürlich bierernst geantwortet. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gibt es auch wieder natürlich ein PPP. Schreibt interessante Sachen unter dieses PPP-Video, weil wir klicken nächstes Mal auch wieder auf dieses PPP-Video. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.